wohnst du in einer Villa? Ob ich in einer Villa wohne? Könnte ich jetzt nicht so bezeichnen. Nein, in einer Villa wohne ich nicht. Wäre schön, aber ich wohne in einer kleinen Wohnung hier in Rostock und fühle mich aber auch da sehr wohl. Bekommst du manchmal Ärger von Trainer? Ist bisher noch nicht vorgekommen, aber wenn man mal im Training oder sowas nicht so gut läuft oder gerade im Spiel, ich denke, da bekommt man dann auch mal was hinter die Ohren, damit man dann mal wieder wach wird, aber es ist bisher noch nicht vorgekommen, zum Glück. Kannst du irgendwelche besonderen Tricks? Ob ich Tricks kann, habe ich im Spiel als Torwart jetzt noch nicht ausprobiert. Lasse ich auch lieber sein, weil dann klappt es, glaube ich, mit dem Ärger vom Trainer. Deswegen lassen wir das mal lieber. Hast du in deinen Kindern mal richtig Mist gebaut? Da kommen einige Storys, glaube ich, schon zusammen. Aber die behalte ich, glaube ich, lieber für mich. Ich will euch ein gutes Vorbild sein. Klar kann man auch mal ein bisschen Mist bauen. Den muss man aber auch wieder ausbügeln. Und das habe ich dann nicht so gerne. Musstest du schon mal beim Spiel pinkeln gehen? Beim Spiel ist mir das noch nicht passiert. Dafür hat man dann die Halbzeitform oder nach dem Spiel. Da kann man dann ein bisschen Wasser ablassen, wenn der Druck dann da ist. Aber es ist im Spiel muss ich noch nicht so dringend auf Toilette. Nein. Welcher Spieler hätte es verdient, deine Schuhe zu putzen? Welcher Spieler das verdient hätte, meine Schuhe zu putzen? Verdient hätte es jetzt keiner, aber wenn wir mal drum spielen oder sowas, mit einem Zwei-Kontakt-Spiel, dann bei den Torhütern, dann glaube ich, könnte der Erik das mal machen, wenn er dann mal beim nächsten Mal nochmal verliert. Den würde ich jetzt mal dafür auswählen. Wenn ich natürlich verliere beim Spiel, dann putze ich auch die Schuhe der anderen. Hat eine Glatze, ein bisschen Haare. Glatze und ein bisschen Haare. Oh, so würde ich sagen. Ein weißes Shirt. Weiß-blaues Shirt. Oh ja. Hansa-Zeichen drauf. Und dicke Arme. Dicke Arme? Das kann nur der Tobi sein. Würde ich jetzt mal sagen, mit einer Glatze ist, glaube ich, sind sonst nicht so viele. Mit einer Brille müsste der Tobi sein. Dann bedanke ich mich bei euch Jungs für die vielen netten Fragen. Kommt gerne nochmal wieder, hat mir sehr Spaß gemacht. Und euch auch viel Spaß beim Kicken. Und geht immer schön zur Schule, immer viel lernen und dann sehen wir uns wieder. Ciao, ciao.